Also mein Name ist Robert Pöppinghaus. Ich bin Geschäftsführer der Firma Pöppinghaus und Wenner Kerpen. Wir haben ein Unternehmen und beschäftigen uns mit der Austrocknung von Brand- und Wasserschäden. Wir haben also, was weiß ich, einen Fuhrpark von ca. 70 Fahrzeugen und sind jetzt gerade dabei, auch die Flotte umzustellen auf Hyundai. Ja, mein Name ist Birger Wulff von der Firma DAT, Deutsche Automobiltreuhand, der DAT Group. Ich arbeite im Key-Account-Bereich und betreue den Hersteller Hyundai. Mein Name ist Björn. Ich freue mich auch vor allem, dass ich von Hyundai eingeladen worden bin, um den neuen H350 einmal live zu testen. Mein Name ist Rune Schuhen, ich komme aus Köln und ich habe ein Transportunternehmen. Mein Name ist Bernd Brattmüller. Ich arbeite in einer Druckerei. Wir setzen diese Fahrzeuge als Lieferfahrzeuge ein oder diese Art von Fahrzeugen als Lieferfahrzeuge ein. Wir hatten heute die Gelegenheit, den H350 Probe zu fahren im Vergleich mit Wettbewerbern. Und der erste Eindruck heute nach den ersten Testfahrten ist sehr, sehr positiv. Es ist ein modernes Auto mit den entsprechend modernen Möglichkeiten, die heute auch ein PKW bietet. Ansonsten vom Exterieur, man sieht natürlich sofort die Hyundai-Familie von vorne. Die LED-Beleuchtung an den Scheinwerfern ist auch sehr modern, halt State of the Art, wie man vielleicht so sagt. Für Transportzwecke wunderbar vorbereitet. Ich kann es ideal beladen mit einem Stapler. Ich kann Palettenware ideal schnell beladen und ich kann es auch schnell wieder entladen. Sonst ist gut, viel Platz, alles okay, also sauber, alles übersichtlich, nicht so viele Knöpfe, nicht gut. Und jetzt gerade die anderen, die waren auch sehr zugebaut, ich meine, Platz hat er wirklich, ja. Wurde ja eben da erwähnt, aber jetzt sieht man ja auch wirklich. Viel Platz, ja, viele Ablagemöglichkeiten, ne? Genau. Das hier ist hier oben. Das ist sehr zentral, ne? Großes Display. Fährt sich aber ganz gut. Aber er fährt sich so leicht, die Lenkung ist angenehm, das ist schon so okay. Alles haben? Ja, nicht kompliziert. Also jetzt ganz okay. Er ist beweglich, also lässt sich gut lenken. Ja. Also trotz der, dass der Gewicht drin hat, ist es einfach. Einfach. Sehr leicht. Ja, leicht zu fahren. Lenkung ist auch nicht so. Ja. Also kann man gut gerade, ohne dass man Lenker richtig festhalten muss. Das ist da hin und her. So ist gut. Also die Spur ist fest, ist gut. Spur ist fest. Ja. Also bei hoher Geschwindigkeit. Dass das, was man am Interieur und am Exterieur gesehen hat, dass das Hyundai auch gehalten hat. Also Wagen lässt sich optimal fahren, sehr guter Fahrkomfort, eigentlich spitzenmäßig. Also das ist natürlich die Teststrecke ist nicht vergleichbar mit der Straße draußen. So, draußen auf der Straße ist eben, auf der Autobahn, auf der Landstraße, das war schon dann angenehm. Das Fahrverhalten total angenehm. Allen Punkten die volle Punktzahl bekommt und eigentlich von den jetzt hier heute ausgestellten Fahrzeugen eigentlich so das Beste ist. Wie gesagt, wir haben ja jetzt heute erstmalig diesen H350 testen können. Wir haben also einen sehr guten, oder ich habe einen sehr guten Eindruck davon. Wie eben schon gesagt, fahren wir im PKW-Bereich jetzt schon Hyundai. Im LKW-Bereich oder im kleinen LKW-Bereich fahren wir Ford Transit und deshalb sind wir auch heute hier, um dieses Fahrzeug zu testen, damit wir es dann, wenn es auf den deutschen Markt kommt, dann auch kaufen können. Ich würde auf jeden Fall sagen, der H350 hat alle Voraussetzungen, um gut in den Markt einzuschlagen, wenn man das so salopp sagen kann.
und reiht sich absolut in die guten Fahrzeuge des vorhandenen Marktes eigentlich ein. Es sollte eigentlich gelingen, hier einen Marktanteil für Hyundai zu generieren. Also bei der nächsten Kaufentscheidung, wenn ein Fahrzeug angeschafft wird, wird der Hyundai auf jeden Fall mit ins Boot genommen, weil das Produkt ist einfach nur klasse. Das hat mir total gut gefallen. Die Gründe für einen eventuellen Erfolg würde ich so ausdrücken, dass ja Hyundai jetzt die Möglichkeit hat, auch ein Auto an einen etwas breiteren Markt zu verteilen. Vielleicht durch Leute, die bis jetzt immer auf eine gewisse Marke fixiert worden sind, die jetzt aber einmalig die Möglichkeit haben, auf ein anderes Fabrikat zu wechseln.